Ne? Wassertabletten. Wassertabletten brauchst du auch nicht. Die Wassertabletten kannst du auch wieder rauswerfen. Ui, er ist ohnmächtig? Was ist denn mit dir los jetzt? Ach, du musst mir das Power. Keine Ahnung. Ist er vielleicht nass geworden? Zu nass war es richtig. Oh, dreh er durch. Durst war bei mir rot. Ja, dann hat den Salin weg dabei. Nee. So ein Ebene, oder hier ist auch so ein gelben Stick. Nein, auch nicht. Ich schau mal, ich bin der Sanitäter. Ach verdammt, das ist natürlich ärgerlich. Ihr habt, ihr habt noch einen Sanitäter. Also da mussten gleich diesen gelben Stick reinballern. Ja, ich komm schon. Ich bin schon unterwegs. Die Krankenwagen ist da. Ja. Zack. Also da musst du wirklich drauf achten, du verbrauchst sehr, sehr viel Trinken. Den gibst du dir jetzt oder was hast du jetzt gemacht? Nee, ich hab ihn ihm gegeben. Dann müsste er gleich wieder zu sich kommen. Da hoffen wir es. Dann gleich erstmal hin zum Brunnen. Hast du gar nicht getrunken, bis er sagt, er ist voll? Mann, nein, ich habe auf dem Weg zweimal getrunken. Ja, am Brunnen meine ich. Doch, der war voll. Du gerannt vielleicht? Hast du zweimal weh gedrückt? Ja, aber wir sind gemeinsam hier hochgelaufen, ne? Also. Also ich bin schon zweimal kurz schneller gerannt, aber wirklich nur kurz. Scheiße, jetzt brauchen wir erstmal Saline weg, wa? Normalerweise, wenn du in den Ephenetrin spritzt, dann kommt er wieder zu sich. Dann kannst du das Ding kriegen, ja. Du machst dein Leben rein? Und der hat gar nicht zu. Nein, ich mach erstmal. Nein, habe ich noch nicht. Warst du schon oben in der Polizei? Da ist ja auch mal die Front. Beziehungsweise da oben ist ja auch eine Arztpraxis. Ich laufe gleich mal zur Arztpraxis durch. So, jetzt mal sehen. Getränkedose in die Hand nehmen, ne? Und dann... Dann hinstellen? Im Knien ging es bei mir nicht. Du musst daneben stehen. Ja, ich stehe. Dann kannst du Force Drink machen. Ja, genau. Und jetzt kniet er sich hin. I started forcing manuell to drink. Gut, das war die erste Dose. Und Force Drink. Und die zweite Dose schütte ich ihm jetzt rein. Ich habe aber nichts großartig an Flüssigkeit dabei, überhaupt nichts. Milchpulver habe ich mit. Naja, das ist kontraproduktiv. Ja, das, ne, das denke ich auch. Na, so ein bisschen Milchpulver und noch eine Packung Reis. Ne? Oh. Ja, Reis hat er gegessen, eine ganze Packung. Ne? War ja aufgewacht irgendwo am Strand. In Berenzino. Und da haben wir ihn abgeholt. Hä? Ne, und das erste, was wir ihm gegeben haben, ist eine Packung Reis, ja, und dann waren wir auch am Brunnen. Und dann haben wir manuell gesagt, trink mal, bis da unten die weiße Schrift kommt, bis er sagt, er ist satt. Ja, genau. Und gut. Das sollte ja rein theoretisch auch lange vorhalten. Normalerweise, ja. Ja. Natürlich bin ich halt ein bisschen zu viel gerannt. War eigentlich nie groß, also nicht wirklich lang. Das kann sein, weil dein Charakter, der hat mittlerweile größeren Verbrauch wie ein vollgeladener 40-Tonner. So, hier ist nochmal Thunfisch. Thunfisch enthält auch eine Menge Flüssigkeit. Ich bin ja echt ein Rettungsteam, ne? Ich bin bewusstlos da und keiner kann dich mehr. Hä? Naja, alle stecken ein bisschen in Kinderschuhen. Ich hab noch Qualitätserkleidung an. Nein, nicht. Schäden. Ab Mond wieder. Ist gut. Bei der Backe muss man nur eins schaffen. Ich laufe gerade durch die Häuser, was finde ich? Schützen, Jacken, also so nichts. Ja, das ist was? Immer das, was du suchst, findest ja, du. Ja, der wieder. Ja.
Welche Erfahrung habt ihr denn eigentlich mit dem... Was gefunden? Ich habe eine Wasserflasche gefunden. Welche Erfahrung habt ihr denn mit dem Lockpick gemacht? Mit der Lockpick? Mit dem Lockpick und mit diesem Pool, wo die Türen zuschließen kannst. Funktioniert gut, ne? Ja, aber ja. Wirklich so, ja, ist es angebracht, sinnvoll? Ich habe bis jetzt noch keine wirklich Verwendung davon gefunden. Also, ich stell dir vor, so wie du wirst beschossen, verziehst dich ins Haus, um was zu verbinden oder was, und da kannst du es dann schon an der Tür einsetzen, dann hältst du wenigstens ein bisschen auf, weißt du? Ja, gewinnst du noch ein paar Sekunden. Ja gut, da schießt der zweimal drauf und dann ist er aber auch... Ja, aber du hörst... Ich habe meinen Bekannten gesehen im Film, der ist ins Feuergefecht geraten, der hat sich ins Haus geflüchtet, in den ersten Stock, hat aus dem Fenster geguckt, wo sind denn die Arschlöcher, und hat hinter sich die Tür abgeschlossen. Verriegelt mit dem Lockpick. Okay. Und der hat eiskalt gesagt, wenn die Tür aufbrechen, das höre ich. Und dann haben die ein Problem. Ja, ansonsten ist nicht das super Ding. Ein paar Barrikadieren oder so, aber ja. es hält ein bisschen auf. Oben in Zweringo, da hast du ja alles möglich, alle Türen abgeschlossen, ne? Ja. Du kannst auch damit Sachen markieren, wenn du mal irgendwie auf einer Map bist und du willst wissen, wer da sonst was macht. Könntest du auch zusperren, weißt du, und warten, ob es dann offen ist, wenn du wieder vorbeigehst. So, ich habe dir jetzt erstmal die ganze Flasche Wasser reingekippt. Hättest du Alkohol nehmen können. Ich gehe gleich mal zum Brunnen und mache die Flasche nochmal voll. Wir versuchen gerade hier einen wiederzubeleben, Wolle. Hilf uns! Wolle, ja. Seid ihr noch in Valentino oder was? Nein, wir sind oben in Spekloyal. Und der arme Manuel ist umgekippt. Auf einmal. Ist ihm schwindelig geworden. Yes. Einfach so oder wie? Nee, aber ja, er hatte komische Sachen mit mir gemacht. Ja, die drücken dir jetzt einfach alles rein, in deinen Charakter rein. Ja, ich verstehe nicht, dass das FNL Friede. Denn ist er quasi durch Durst ohnmächtig geworden und wacht nicht wieder auf, oder was? Ganz genau. Also ich habe ihm jetzt 3 Flaschen Wasser gegeben. Das sollte erstmal reichen. Jetzt müssen wir uns auf die Suche machen. Noch mehr. Meinst du noch mehr? Ja, klar, auf jeden Fall. Weil er war ja knallrot, hat er ja gesagt. Ja. Ja, es war wirklich rot. Ja, dann mehr. Dann hau ruhig mal hier 8 Flaschen rein oder so. Naja. Man muss ja überlegen, was du schon für Verbrauch hast, wenn du nur dunkelgrün bist. Da hast du auch recht. Hast du auch recht. Mein Gisela ist immer durstig. Also, könntest du eigentlich eine Drainage zum Teich legen oder so? Ja, der Brunnen ist hier gar nicht weit weg, ne? Aquariumpumpe dran, los geht's. Ja. Ich bin unterwegs, ich habe auch noch ein bisschen was. Nein, nur rein damit. Du musst uns vertrauen, wir schaffen das. Gleich den ersten Tag und gleich erstmal. Könnten wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Das tut nur ganz kurz weh. Oi. Ein Zombie. Wo kommst du denn her, du Tricker? Kipp um. Werde ich hier vom Zombie belästigen? Badekappe schneidern. Kids um. Ja, boxen noch mal auf den Mund. Also in dem Film ist das ja auch immer so, wenn die ohnmächtig sind. Weißt du? Er ist wach. Manuel. Jo. Du bist wach. Ich höre die Vögel. Dann komm bitte gleich mal mit mir mit. Lass alles liegen und stehen und komm mal mit mir mit. Der wird wahrscheinlich noch nicht sehen, oder? Jo. Jetzt kann ich mich erinnern, so hat man bei Lauchhaut gesehen von Schwarzwurzel. Jawohl. So, komm mal her.
Ja gut, ich würde mal sagen, die Situation hat jetzt den besten Lerneffekt hervorgerufen. Oh ja. Aber ist mal gut zu wissen, dass man einen so wiederholen kann. Ja. Mussten eigentlich nur vollballer mit Brühe. Ne? Das gibt's, hier ist was der Brunnen. Du? Und jetzt gleich erstmal trinken, bis er sagt, dass er voll gesoffen ist. Oder my stomach is really full oder irgendwie. Er anfängt und weint. So wenig.